aber die Szene vorher, die war enorm gefährlich. Ja, da muss er schon sein ganzes Können aufbieten, um den zu halten. Das ist eine super Parade. Roberto Firmino ist so der Spielertyp. Jetzt ist er durch. Einfacher Ball hier für den Torwart. Anderson. Mané. Der Steilpass, gefährlich, Firmino. Das sieht vielversprechend aus. Mohamed Salah. Super Parade von Keylor Navas. Das war nicht leicht aus dieser Entfernung. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Jetzt könnte die Hereingabe kommen. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Und da holt er sich den Ball. Das ist die Möglichkeit. Mané. Jetzt schießt er. Klasse Aktion von Navas. Die Fans spüren, aktuell sind sie am Drücker. Gute Gelegenheit jetzt hier mit dieser Ecke. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke. Wijnaldum. Erneut kann er abwehren, diesmal zur Ecke. Der Ball kommt rein. Und das war verdammt knapp. Richtig gute Möglichkeit. Wirklich eine klasse Szene. Ecken können sie, das haben sie hier mal wieder gezeigt. Di Maria. Fabinho. Schöne Aktion. Mané. Jetzt können sie den Ball rausbringen. Di Maria. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Fabinho. Sadio Mané. Ballverlust. Mané. Roberto Firmino. Gueye. Mbappé. PSG verliert den Ball. Di Maria. Chance zur Führung. Alisson hält. Bald ist noch im Spiel. Das dürfte heute nicht leicht werden für Paris Saint-Germain. Ich erwarte ein enges Match. Beide Teams in etwa gleich stark. Spannung pur. Jetzt Verratti. Könnte den Konter geben. Ah, da geben sie den Ball ab. So wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Und Firmino. Fahne ist oben. Da ist er etwas zu früh losgelaufen. Einwurf Liverpool. Mohamed Salah. Ganz energisch. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Mohamed Salah. Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung. Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich. Keine Frage. Er geht in den Strafraum. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Er versucht uns. Knapp vorbei. Und Kopfschütteln am Spielfeldrand. Ja, ja. Wie kann man so eine Chance vergeben? Er kann es überhaupt nicht fassen. Im Moment sieht es ganz gut aus. Sie erarbeiten sich Chance um Chance, aber die Chancenverwertung, da hapert es. Sie warten auf die Führung. Neymar. Er spielt den Verteidiger aus. Marco Verratti. Das ist die Chance. Der Ball geht an den wieder nicht drin. Wahnsinn. Ballverlust Salah. Bernat. Und da kommt er an den Ball. Sie wollen den Führungstreffer, das ist nicht zu übersehen. Hier hat es noch nicht geklappt. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Ecke Liverpool, gute Chance auf jeden Fall hier in Führung zu gehen. Da kommt die Ecke. Mohamed Salah. Ganz stark. Weg ist der Ball. Mohamed Salah. Den trifft er nicht richtig, daher überhaupt kein Problem.
und Firmino. Wijnaldum. Anderson. Jordan. Guter Pass. Er kann diese Situation so gerade noch entschärfen. Da ist er einen Tick früher zur Stelle. Ha, das war knapp. Mané. Nun Firmino. Roberto Firmino. Tor Nummer 1 in dieser Partie. Die verdiente Führung. Ja, es läuft für sie. Haben die Partie im Griff. Bisher haben ja nur die Tore gefehlt. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Jetzt die Maria. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Mit ihrem Pressing erkämpfen sie sich hier dieses Tor. Und Wolf, da siehst du es wieder. Diese Taktik ist extrem effektiv. Wenn du dem Gegner überhaupt keine Räume gibst, wenn du ihn sofort einschnürst. Der Keeper hat ihn fast. Aber, ja, eben fast. Und er ärgert sich. Um ein Haar hätte er den gehalten. 2:0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. 2 Minuten gibt er den Teams noch. PSG verliert den Ball. Fabinho mit dem Ballverlust. 45 Minuten sind rum, es steht 2:0. PSG liegt hinten. PSG muss einiges tun und damit gehen wir rein in diesen zweiten Durchgang. Klasse Einsatz, aber kommt er auch an den Ball. Pass auf außen. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Neymar am Ball. Roberto Firmino. Ganz stark abgeblockt. Firmino. Mané, die Chance. Brillant gemacht. Klasse herausgespielt und dann lässt er sich die Chance natürlich nicht nehmen. Jetzt liegen sie deutlich zurück. Aber kann man dem Torwart alleine die Schuld geben, Buschi? Na, das wäre zu einfach, Wolf. Sie spielen als Mannschaft und verlieren als Mannschaft. Da müssen sie ihn besser unterstützen. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Und das ist der Ballverlust. Gutes Zuspiel für Neymar. Icardi. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Da wäre es fast passiert, aber der Torwart passt auf. Klasse gemacht, Wolf. Der Spieler ganz allein auf ihn zu, aber er bleibt ruhig. Nun Neymar. Ja, das war so wichtig. Dieser Ball hätte richtig gefährlich werden können. Mbappé. Viel mit Auge. Neymar. Es gibt den Vorteil für Paris. Und jetzt ist der Ball geklärt. Könnte den Konter geben. Mané. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Neymar mit dem Ballverlust. Gefährlich! Icardi. Gute Aktion! Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Ball ist zu lang. Mané. Ballverlust Liverpool. Einwurf Liverpool. Einwurf zum Gegner. Das war unkonzentriert. Anderson. Klasse Pass. Ball ist bei Roberto Firmino. Könnte gleiche Höhe gewesen sein, aber er gibt abseits. Bernat.
Neymar am Ball. Mbappé. Icardi. Fabinho. Anderson. Kann er was draus machen? Flanke Mohamed Salah. Das Tor durch Sadio Mané. Er ist ein klasse Spieler, ein absoluter Weltklasse-Spieler. Unaufhaltsam. Und das hat er hier auch wieder gezeigt. Also wenn du den Volley so triffst, wer will den Ball dann halten? Starke Flanke, genau da soll der Ball hin. Und das ist dann brillant abgeschossen. Sie liegen deutlich vorn. Der Steilpass, gefährlich, Firmino. Steil gespielt. Gehalten von Navas, noch gefährlich. Sie sind heute wirklich überragend, was das Erarbeiten von Torchancen betrifft. Und die nutzen sie auch. Und das ist das Entscheidende. So dann eben dieses Ergebnis und diese Führung. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Firmino. Jordan Henderson. Und die Chance ist vorbei. Das gibt Elfmeter. Noch eine schlechte Nachricht für die Mannschaft. Ja, dabei liegen sie ja schon hinten. Und jetzt könnte das Ganze noch schlimmer werden. Er gibt den Elfer, aber keine Karte? Ja, das sieht man selten. Scheinbar bewertet er den Strafstoß als Strafe genug. Er macht das Tor. Guter Elfer. Das ist eine beruhigende Führung für sie. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Wijnaldum. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Ballverlust PSG. Hätten wir auch nicht gedacht vorher, dass das hier so eindeutig verläuft. Aber sie zeigen auch einfach eine klasse Leistung. Der Schuss war nicht besonders. Er geht weit vorbei. Substitution for Liverpool coming off the pitch. Number 11, Mohamed Salah. Coming onto the pitch, number 23, Shervin Shaqiri. Marquinhos. Gueye. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Es sieht alles andere als gut aus, kurz vor Spielende. Super dieses Zuspiel. Keeper ist da, Keeper hat den Ball, aber das war knapp. Das war Maßarbeit, da hat nicht viel gefehlt. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Neymar mit dem Zuspiel, Gegner hat ihn. Sehr gut gemacht, er hat den Ball. Und das ist der Ballverlust. Regulär sind es noch 7 Minuten. PSG verliert den Ball. Das könnte die Chance werden. Nun Firmino. Xherdan Shaqiri. Gutes Tackling. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Icardi. Mbappé. Fabinho mit dem Ballverlust. Länger nichts passiert. Und viel wird auch nicht mehr passieren. Dafür war der Spielverlauf zu eindeutig. Und da ist der Ball wieder weg. Mané. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes. Hereingabe in die Mitte. Jetzt vielleicht. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Neymar jetzt. Der Schiedsrichter beendet diese Partie. Das Spiel ist ganz energisch. Jetzt kann er den Ball...